Paul Michael Stefani war ein amerikanischer Serienmörder, auch genannt der Weepy Voice Killer. Geboren am 8. September 1944 in Austin, Minnesota, USA. Er tötete zwischen 1980 und 1982 drei Frauen. Er stach auf eines der Opfer über 100 Mal ein. Nach den meisten Taten rief er den Notruf an und erklärte mit weinerlicher Stimme, was er getan hatte. Er wurde 1982 gefasst, als er versuchte, eine weitere Frau mit einem Schraubenzieher zu töten. Diese konnte sich allerdings wehren und die Polizei auf die richtige Spur bringen. Er wurde zu 40 Jahren Haft verurteilt und starb 1998 im Alter von 53 Jahren an Hautkrebs.